Durchbruch im Transferpoker um Harry Kane. Genau das berichtet jetzt eben die Münchner Zeitung TZ und auch Münchner Merkur. Demnach steht FC Bayern München wohl kurz vor einem Transfer des 29-jährigen Topstürmers von Tottenham Hotspur. Aber wird es jetzt wirklich passieren? Steht der FC Bayern München vor einem Megatransfer von Harry Kane zum FC Bayern? Genau das erfahrt ihr in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und schaut auch gerne auf meinem Instagram vorbei, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit jetzt auch schon zurück zum Thema. Ja, wie die Zeitungen Münchner Merkur und TZ berichten, ist der FC Bayern München wohl kurz vor einem Durchbruch im Transferpoker um Harry Kane. Es sieht demnach sehr, sehr gut aus. So berufen sich zumindest die beiden Zeitungen auf Quellen aus der Führungsetage des FC Bayern Münchens. Es könnte jetzt ganz schnell gehen und das passt auch zu den Berichten, die man aus England hört. Denn demnach wäre es eben so, dass Harry Kane versucht, schnellstmöglich einen Wechsel zum FC Bayern München zu erzwingen. Harry Kane, der möchte wohl sehr, sehr gerne noch in diesem Monat zum FC Bayern München wechseln. Er möchte direkt am Trainingslager der Bayern teilnehmen. Aber man muss ganz klar sagen, Stand jetzt kann man das Ganze noch nicht bestätigen. Zwar wurde es jetzt von diesen beiden Zeitungen berichtet, aber die englischen Medien halten noch dagegen. Wie gesagt, in Deutschland, da ist man sich relativ einig, Harry Kane, der wird wohl zum FC Bayern München wechseln. Aber die englischen Medien, die halten noch dagegen, die sagen, nein, Harry Kane, der möchte wohl in der Premier League bleiben. Und Daniel Levy, der absolute Boss von Tottenham, der sträubt sich, der möchte nicht, dass Harry Kane den Verein verlässt. Und er würde auch, ja, ich sage mal, den FC Bayern München mehr oder weniger hassen und versuchen, ihm den Transfer mehr oder weniger nicht zu ermöglichen. Aber man merkt jetzt wirklich so langsam, es sieht wohl ziemlich gut für den FC Bayern München aus, denn das war die erste Meldung einer Zeitung, dass man wirklich hier vor einem Durchbruch steht. Und wir haben jetzt schon aus diversen Medien gehört, dass der FC Bayern München wohl sich schon mit dem Spieler geeinigt hat. Er wird jetzt auch Druck auf Tottenham machen und man muss es einfach ganz klar sagen, Tottenham bleibt irgendwann auch nichts anderes mehr übrig. Sie haben sich wohl auch schon mit einem Nachfolger beschäftigt, mit Jonathan David von der OSC Lille. Und es sieht hier wirklich sehr, sehr gut für den FC Bayern München aus. Mit Harry Kane, da würde man sich halt wirklich sehr, 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 sehr stark verstärken. Der Tottenham-Boss Daniel Levy, der sträubt sich zwar noch, aber ich bin der festen Meinung, es wird passieren. Harry Kane wird zum FC Bayern München wechseln. Die Frage ist nur noch, für welche Summe. Wie gesagt, die Bayern bereiten wohl ein Angebot vor. Über 100 Millionen Euro bieten sie für den 30-jährigen bzw. aktuell noch 29-jährigen Stürmer. Er hat nur noch einen Restvertrag und meiner Meinung nach ist das eigentlich genug, was man hier zahlen würde. Wie gesagt, ein Jahr Restvertrag, er wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Klar, er ist ein absoluter Topstürmer, das darf man nicht vergessen. Aber man könnte ihn auch nächstes Jahr ablösefrei holen. Auch diese Option ist ja aktuell in der Überlegung des FC Bayern Münchens. Aber meiner Meinung nach muss man ihn eigentlich dieses Jahr holen, egal was Tottenham hier verlangt. Klar, wenn man jetzt irgendeinen unrealistischen Preis verlangt, dann sollte man davon Abstand halten, aber ich sag mal 90 bis 100 Millionen Euro, das ist Harry Kane auch wert. Was meint ihr? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Ciao.